Sophie, ich habe hier ein Rätsel für dich, das ich nicht so recht lösen kann. Ja? Was denn für ein Rätsel, Pierre? Im Musikunterricht haben wir letztens einen Ausschnitt aus Händels Messias gehört. Das ist so ein Oratorium, weißt du? Jetzt höre ich hier hinter der Bühne die gleiche Melodie. Aber das Lied heißt auf einmal Joy to the World. Ist dem Händel denn nichts Neues eingefallen? Nein, Händel war es ja gar nicht. Unsere Musiklehrerin hat uns das nämlich neulich mal erklärt. Es war sozusagen ein begeisterter Fan von Händel. Der hieß Lowell Mason, ein Amerikaner. Der hatte fast 80 Jahre nach Händels Tod, also so 1835 rum, den Wunsch, etwas in der Händel-Art zu komponieren. Also wollte er Händel nur nachmachen? Noch besser, er nahm einen Text, der wirklich zu Händels Lebzeiten gedichtet wurde, dachte sich eine Melodie aus, die er bei seinem Idol schon mal gehört hatte, und schrieb zuletzt in die Noten hinein, komponiert von Georg Friedrich Händel. Bis dann der echte Komponist rauskam, vergingen fast 100 Jahre. Ganz schön verworren. Schiebt da etwa einer dem nicht mehr lebenden Händel etwas in die nicht mehr vorhandenen Schuhe? Ein echter Fan eben. Aber den Marsch in D-Dur, den wir danach hörten, den hat der Händel doch selbst komponiert, oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es spielten zum einen die Schüler der 6. bis 8. Klasse. Und an der Orgel, letztes Jahr noch am Cajon, im selben Kinderstreichorchester, spielte Johannes Schubert. Die nun folgenden drei Zupfinstrumentenschüler haben schon so einiges an musikalischen Erfolgen an der Musikschule erlangt. Die Mandolinen Alexa und die Gitarren Sarah Michel haben erfolgreich beim Wettbewerb Jugend musiziert 2018 teilgenommen. Aber alle drei zusammen mit der Mandolinen Sarah Michel haben dem Kinderliedprojekt 2018 an unserer Musikschule zum großen Erfolg verholfen. Hierbei stellte ein Projekt Kinderorchester aus 14 Musikern, einigen Grundschul- und Kindergartengruppen in mehreren Aufführungen alte und neue Kinderlieder und viele Instrumente unserer Musikschule vor. Die Schauspiel- und Gesangsrollen für jeden sorgten für viel Spaß bei den Proben und Aufführungen. Wir erleben das Zupftrio nun zuerst mit einem Menuett von Johann Sigismund Scholze und danach mit dem bekannten Lied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«. Das Menuett entstammt einer barocken Liedersammlung von Johann Sigismund Scholze aus dem Jahr 1736. Bei Scholze handelt es sich um einen aus Schlesien stammenden deutschen Musiksammler und Autor. Das Menuett war damals einer der wichtigsten höfischen Tänze für Ludwig XIV., den sogenannten Sonnenkönig, war es sogar der Lieblingstanz. Das Lied vom Weihnachtsmann danach entstand auch in der realen Musikwelt danach. Nämlich als Melodie aus Frankreich um 1761, also rund 25 Jahre später. Sie war damals ein echter Gassenhauer, also ein Hit, den man auf der Straße pfiff. Mozart verarbeitete es auch umfangreich in mehreren Klaviervariationen. Hoffmann von Fallersleben gab dieser Melodie dann 74 Jahre später, also 1835, den heute bekannten Text »Morgen kommt der Weihnachtsmann« und fertig war das deutsche Weihnachtslied. Doch nun das Zupftrio. Thank you.
Johann Hermann Schein war ein deutscher Komponist und Liedtexter des Frühbarock. Er ist in der Reihe der drei großen Schs neben Samuel Scheidt und Heinrich Schütz einzuordnen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Von Mitteldeutschland aus wirkten diese drei Komponisten, die noch dazu in den aufeinanderfolgenden Jahren 1585, 86 und 87 geboren wurden, wesentlich auf die Musik ihrer Zeit. In seinen letzten 14 Lebensjahren war Schein als Thomaskantor tätig und verankerte hierbei den Barock in Leipzig. Sie hören nun zuerst ein Spielstück und danach eine Allemande, Französisch für Deutsche. Dies ist ein seit dem 16. Jahrhundert in Frankreich, Spanien und England bekannter zweiteiliger Schreitanz. Es spielen die Ebonys. Halt, halt noch nicht. Stopp, 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 stopp. Wichtige Sache, Pierre, du hast was vergessen, dein Koffer hier. Mensch, Fadi, wir sind da mitten im Weihnachtsprogramm. Du kannst doch nicht einfach so reinplatzen. Ach so. Naja, aber du musst doch dann gleich zur Oma und ohne Sachen wird das nicht. Ach ja, stimmt. Aber ist das nicht der alte Koffer vom Dachboden? Nö, nee, der stand in der Garage. Musste Mutti hingestellt haben. Also, ich lasse dir die Sachen jetzt hier. Alles Gute. Vergesst nicht, hinterher euch beim Theater zu bedanken, beim Licht, beim Tod und so weiter. Macht's gut. Kommst dann gleich nach Hause, gell? Ja. Tschüss. Tschüss. Mist, es ist der Alte vom Dachboden. Was? Wirklich? Lass uns mal reinschauen. Oma immer alles in ihrem Koffer hat. Das gibt's ja gar nicht. Handtücher, was? Wo sind? Oh, und Schokolade hat sie auch noch drin. Na, ist doch wunderbar. Also. Und was ist das hier? Oh, das ist, sieht sehr interessant aus, aber ich habe mal eine kurze Gegenfrage. Weißt du, woher die Ebonys ihren Namen haben? Na, die haben so schwarze Instrumente, schwarz wie schwarze Ponys? Nein. Hat es vielleicht was mit Niesen zu tun? Alles falsch. Das ist das englische Wort für Ebenholz, wie dieser Hals von der Geige. Ah, aus Ebenholz sind die Klarinetten gemacht. Du hast es erfasst. Und jetzt spielen sie im Quartett die Ebonys. Viel Vergnügen. Thank you.
Das pas de trois ist ein französischer Begriff, der sich normalerweise auf einen Tanz im Ballett zwischen drei Personen bezieht. Üblicherweise besteht ein pas de trois im Ballett aus mehreren Teilen. Erstens dem Entrée, also der Einleitung, und zweitens mehreren Variationen für einzelne Tänzer. Am Ende folgt der Coda, das Finale, in dem die Tänzer das Stück zu einem spektakulären Abschluss bringen. Die Tarantella danach ist ein aus Süditalien stammender Volkstanz zu einer schnellen Musik im Dreiachtel- oder Sechsachteltakt. Der Volksmund leitet den Namen von Tarantula ab, einer in Italien und im Mittelmeerraum anzutreffenden Wolfsspinne. Tarantella heißt dann im Ursprung kleine Tarantula. Ihr Biss ist etwas schmerzhaft, aber harmlos. Der wilde Tarantella-Tanz nun soll eine Therapie darstellen, bei der der Gebissene bis zur völligen Erschöpfung tanzen muss, um das Gift aus seinem Körper zu treiben. Ich denke doch, die Ballettschüler von Herrn Irmatov werden diesen Tanz aufführen, ohne einer derartigen Behandlung ausgesetzt worden zu sein. Sophie, pass auf, du hast eine Spinne. Thank you.
doch noch mal in den Koffer. Da ist noch viel mehr drin. Der russische Komponist Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow wurde 1844 in Tichwin, 200 Kilometer entfernt von St. Petersburg, geboren. Die wohlhabenden Eltern haben erkannt, dass er ein sehr großes musikalisches Talent hatte, und so erhielt er schon im jungen Alter Klavierunterricht. Bevor Rimski-Korsakow aber zum Musikgenie wurde, machte er, wie es für die Familie üblich war, mit 18 Jahren eine Karriere als Marineoffizier und schrieb auf hoher See seine erste Sinfonie, was vielleicht dann wiederum nicht so üblich war. Später wurde er als Professor für Komposition und Instrumentation ernannt und unterrichtete die längste Zeit seines Lebens im Konservatorium in St. Petersburg. Er stand in väterlicher Freundschaft zu seinen Schülern, wie zum Beispiel Sergei Prokofjew und Igor Strawinsky. Gemeinsam mit Mussorgsky und anderen großen russischen Komponisten gehörte er in den 1860er Jahren zum sogenannten mächtigen Häuflein, das die Verwirklichung einer national-russischen Musik anstrebte und in der russischen Musikszene neue Maßstäbe setzte. Wir können uns sehr freuen, heute hier den zweiten Satz Andante Cantabile aus dem Konzert für Posaune und Blasorchester in B-Dur zu hören. Die 17-jährige Posaunistin Julia Rudert wird von ihrer Mitschülerin Mathilde Meyer am Flügel begleitet. Sie musizieren seit 2016 zusammen und wurden mit einem zweiten Preis beim Landeswettbewerb Jugend musiziert ausgezeichnet. Übrigens zählt das Konzert für junge Posaunisten in seinem Schwierigkeitsgrad zur Ausbildung in der Ober- und Höchststufe. Aber nun genug der Worte. Wir lauschen den einzigartigen Klängen der Posaune. Thank you.
So, Sophie, jetzt bist du mal dran mit reingucken. Ach, was wären wir nur ohne Märchen oder ohne Weihnachten? Ich will, dass es immer viele schöne Märchen und Weihnachtsmärkte und Weihnachten gibt. Ach, das will ich auch. Wenn die ganze Familie am Tannenbaum zusammensitzt und auf die Bescherung wartet. Herrlich. Wir singen dann immer noch ein paar Weihnachtslieder und ich spiele Akkordeon dazu. Wir auch, aber ich spiele Keyboard. Mein erstes oder zweites Lied, das ich gelernt hatte, war Hänsel und Gretel. Das ist das einzige Lied, wo in nur 3 Strophen ein ganzes Märchen erzählt wird. Und jeder kennt es. Na, das passt ja. Das Kinderensemble spielt das nämlich als nächstes. Und ihr könnt gerne mitsingen. Warte mal, schau noch mal in den Koffer. Klimpert, ihr Schellen. Wenn man das ins Englische übersetzt, heißt es Jingle Bells. Lustig, was? Gemeint sind natürlich die Schellen am Pferdeschlitten. Der amerikanische Komponist James Lord Pierpont hat ungefähr 1854 ein ganzes Lied zum Singen daraus gemacht. Man hört richtig, was sie früher für eine Freude hatten, bei einem Pferdeschlittenrennen mitzumachen. Es ist also gar kein Weihnachtslied? Nein, eher ein Winterlied. Und beim Schlittenfahren, haben die dann noch Mundharmonika gespielt? Nein, die Mundharmonika hat was mit dem Weltraum zu tun. Mit dem Weltraum? Also, Jingle Bells war das erste Lied, das aus dem Weltraum übertragen wurde. Am 16. Dezember 1965 erlaubten sich die Gemini-6-Astronauten Tom Stafford und Wally Shearer einen Scherz mit der Bodenkontrollstation. Sie berichteten: Wir haben ein Objekt, das aussieht wie ein Satellit, der von Norden nach Süden wandert, wahrscheinlich im polaren Orbit. Ich sehe ein Kommandomodul und 8 kleinere Module davor. Der Pilot des Kommandomoduls trägt einen roten Anzug. Oh, also doch ein Weihnachtslied. Ach, Quatsch. Na, wegen dem Weihnachtsmann in der Kapsel. Naja, daraufhin holten die Kosmonauten eine heimlich mitgenommene Mundharmonika und ein Schellenband hervor und übertrugen ihre Darbietung des Liedes Jingle Bells. Na klar, ein Akkordeon wäre ja auch viel zu groß gewesen, um es heimlich mit an Bord zu schmuggeln. Doch jetzt hören wir die Bearbeitung von Jingle Bells durch den finnischen Akkordeonkomponisten Petri Makkonen. Es spielt das Akkordeonensemble, doch vorher noch das Kinderensemble mit Hänsel und Gretel. Viel Vergnügen! Thank you.
Volkslieder. Sein Text wurde 1837 von Wilhelm Hey verfasst. Die verbreitetste Melodie wird in der Regel Friedrich Silcher zugeschrieben, der als einer der wichtigsten Protagonisten des Chorgesangs gilt. Seine Arrangements zahlreicher Chorsätze von deutschen und internationalen Volksliedern gehören heute noch zum Grundrepertoire vieler Gesangsvereine und sind heute Allgemeingut. Text und Melodie des zweiten Liedes stammen aus Frankreich im 18. Jahrhundert. Der Text beruht frei auf der Verkündung der Engel an die Hirten aus der Weihnachtsgeschichte. Der lateinische Refrain Gloria in excelsis Deo bedeutet Ehre sei Gott in der Höhe. Es gibt zahlreiche Bearbeitungen und unzählige Aufnahmen dieses Liedes, das in viele Sprachen übersetzt wurde. Allein im deutschsprachigen Raum existieren mindestens 8 verschiedene Versionen dieser Melodie, die zwischen 1951 und 1987 entstanden. Aber komisch ist, dass ich im Internet immer nur die ersten 4, 5 Wörter gefunden habe. Ja, ja, ich weiß schon, wie es da immer weitergeht. Was? Bei allen 8 Versionen? Niemals. Das überprüfen wir jetzt. Hier die erste. Engel lassen laut erschallen. Überm Land den Lobgesang. Seht ihr unseren Stern dort stehen? Helles Licht in dunkler Nacht. Das kann ich auch noch, das ist Zufall. Engel haben Himmelslieder auf den Feldern angestimmt. Das gibt's doch gar nicht. Woher weißt du das? Aber mehr weißt du jetzt sicher nicht. Hört der Engel helle Lieder auf den Feldern. Gott. Klingen das zweite Feld entlang. Da hast du ja gerade noch mal eine Kurve gekriegt. Aber dass du das weißt. Okay, die 5. Version. Engel bring, Engel auf den Feldern singen. Stimmen an ein himmlisch Lied. Das ist, kann ich nicht glauben. Woher weißt du das? Ich habe immer nur die ersten 5 Wörter gefunden. Aber jetzt die 6. Version, die ist wirklich sehr, sehr schwierig. Engel bringen frohe Kunde. Allen Menschen weit und breit. Naja, gut. Die 7. Version. Friede, Freude hier auf Erden. Bringen Engel uns herbei. Das ist nicht zu fassen. Also die 8. Version. Hört ihr, wie die Engel singen? Wie ihr Herz vor Freude lacht. Naja, okay, du hast gewonnen. Aber jetzt hören wir das Saxophonquartett. Thank you.
Jetzt hören wir eine Solistin am Flügel, Clara Teichmüller. Gerade vor 2 Wochen hat sie etwas Besonderes geschafft. Sie hat an dem Thüringen offenen Musikwettbewerb in Greiz teilgenommen und ist im Fach Stavenhagen Preisträgerin geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Zuerst spielt sie heute ein Nocturno von dem bekannten polnischen Komponisten Frédéric Chopin. Und dann hören wir eine Etüde von, der Name geht mir jetzt ganz schwer über die Zunge. Aino Juani Rautavaara heißt der, ist sozusagen der Grand Seigneur der finnischen Musik unserer Zeit. Also ein finnischer Künstler. Beim Einspielen habe ich Clara schon mal belauscht. Diese Etüde in Quarten mit geheimnisvoll rauschenden Klängen und wilden Akkorden. Einfach wundervoll. Rautavaara war ein hochkreativer Künstler, der die Kulturen des hohen Nordens prägte. Ein Lebensgefühl im Rhythmus von Mitternachtssonne, Dunkelheit, Mystik und Wasser, welches die unendlichen Weiten der skandinavischen Natur durchflutet. Hört sich sehr spannend an, aber zunächst erklingt Chopin, gespielt von Clara Teichmüller. Thank you.
come all ye faithful ist sicherlich vielen eher bekannt als lateinischer Text. Sophie, kannst du das hier lesen? Zeig mal. Adeste fidelis laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte regem angelorum, venite adoremus dominum. Auf Deutsch singt man entweder herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphieret, so man dem evangelischen Glauben angehört. Oder nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder, so man katholisch gläubig ist. In allen Fällen jedoch besingt man mit dieser vermutlich um 1740 erdachten Melodie in froher Stimmung das Kind in der Bethlehemer Krippe. Das Winterwonderland danach ist dann aber doch ein reines englisches Lied, das um die Weihnachtszeit gesungen wird, aber genau wie Jingle Bells kein Weihnachtslied ist. Felix Bernhard als Komponist und Richard B. Smith als Texter schufen diesen eingängigen Swing-Klassiker in den 1930er Jahren. Und Knut Schwilow hatte das Lied in den 60er Jahren ins Deutsch als Weißer Winterland übersetzt. Beides hören wir nun, bevor wir eine kleine Pause einlegen, gespielt von Pia Kneisel am Klavier und Florian Deutsch am Saxophon. Gute Unterhaltung! Thank you.
Auf dem Programm stand soeben Ferenc Farkas, ein ungarischer Komponist, der erst vor 18 Jahren starb. Seine Musik klingt aber gar nicht modern, denn er hat Melodien aus dem 16. Jahrhundert für Streichorchester bearbeitet. Sie hörten die Sätze Basse Danze, Gagliarda und Passamezzo aus der Partita Ungaresca, gespielt vom gemeinsamen Kammerorchester der Musikschule Heinrich Schütz und des Goethe-Gymnasiums Ruteneum. So, tun wir mal so, als wären wir in die Barockzeit zurückgereist. James Duncan Carey studierte französische Sprache und Musik am King's College in Newcastle. Danach wurde er Musiklehrer und unterrichtete unter anderem Banjo und Ukulele. In ganz Nordirland dirigierte er Orchester und Chöre. 1983 wurde seine erste Komposition namens Mock Barock veröffentlicht. Danach entstanden weitere Werke, vor allem für Blockflötenensembles. Duncan zog sich im Jahr 2003 als Musical Director leider zurück, aufgrund einer zunehmenden Sehschwäche. 2010 wurde er Ehrenpräsident der Edinburgh-Niederlassung. Dies ist eine Suite von Tänzen des 20. Jahrhunderts im Stil der Barockzeit. Eine fantastische Kombination aus Altem und Neuem. Die drei Sätze Tango Barockita, Barock Schuhschaffel und Barock and Roll werden musiziert vom Blockflötenensemble mit Klavierbegleitung von Theo Hauser aus der Klasse von Frau Steinhöfel. Die mitwirkenden Schüler sind im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Thank you.
Yami Saint-Saëns war ein französischer Pianist, Organist, Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Komponist der Romantik. Er wurde vor allem durch seine große zoologische Fantasie, dem Karneval der Tiere, der heute in keinem Musikunterricht einer Grundschule fehlen dürfte, und durch seine Oper Samson und Dalila bekannt. Erst im fortgeschrittenen Alter von 86 Jahren, kurz vor seinem Tod im Jahre 1921, komponierte Saint-Saëns 3 Duosonaten für Oboe, Klarinette und zuletzt Fagott als Melodieinstrument. So teilte er zu diesem Spätwerken einem Freund Folgendes mit: Ich verwende meine letzte Kraft darauf, dem Repertoire der sonst so selten bedachten Instrumente Gehör zu verschaffen. Flöte und Englischhorn konnten in dem erwünschten Reigen der Duosonaten für Holzblasinstrumente dann aber leider nicht mehr teilnehmen. Lassen Sie sich verzaubern von den beiden Solisten Johannes Deutsch an der Klarinette und Pia Kneisel am Flügel. Thank you.
Der junge Staat Israel kennt durch seine Entstehungsweise geprägt viele Arten der Volksmusik. In dieser Israeli-Suite können Sie diese Vielfalt hautnah miterleben. Der erste Teil, Niguin Shel Yossi, heißt einfach Yossis Lied. Der zweite Teil erzählt von den Menschen, Ad Va'ani, du und ich. Zwischen den ersten und zweiten Stimmen wird die Beziehung zwischen zwei Menschen zum Ausdruck gebracht. Mayim, der dritte Teil, ist ein Tanz, in dem Israels Wassermangel geschildert wird. Oh, hab ich einen Durst. Hast du noch was zu trinken? Lass mich mal nachschauen. Nein, leider total alle. So ein Pech. Was mache ich denn jetzt? Stell dir mal vor, wir hätten gar kein Wasser mehr. Ja, das wäre furchtbar. Und so ähnlich ging es auch eine lange Zeit den Menschen in Israel. Und was haben die dann gemacht? Die haben eine riesige Entsalzungsanlage gebaut, um das Meerwasser durch Filterung in Trinkwasser zu verwandeln. Jetzt haben sie sogar einen Überschuss an diesem kostbaren Trinkwasser. Genial. Meerwasser gibt es ja in Hülle und Fülle vorhanden. Doch nun sagen wir Bühne frei für das Instrumentalensemble Sis Ajouté. Thank you.
Der bildhafte Text, den sich Norbert Kaiser ausdachte, handelt von der Freiheitsliebe eines Albatros, der auf dem Meer lebt und den Menschen und Stürmen trotzt. In Gefangenschaft geht er jedoch zugrunde, wenn er nicht, wie im Lied, seine Fesseln und Ketten sprengen kann, um erneut aufs Meer hinauszufliegen. Der Sänger betont, der Albatros kennt keine Grenzen und gefangen sein heißt für ihn Tod. Der Text lässt sich als Kritik an mangelnden Freiheiten in der DDR verstehen. Laut Bernd Römer stimmte die Zensurbehörde dem Text nur zu, weil er Anklänge an Werke des kommunistischen Dichters Pablo Neruda aufwies. Die Musik, die Ulrich Swilms darauf komponierte, ist eine Synthese liedhafter, symphonischer und rockiger Elemente. Erleben wir nun Tom Bergner, der in seiner Keyboard-Musikzeit bereits mehrere Preise bei den Wettbewerben Gläserne Harfe sowie Herzklopfen kostenlos erlangte, sowie bundesweit den ersten Preis bei Keys and Bands on Stage in Mannheim im bundesweiten Finale holte. Der Albatros. Es gibt einen Vogel, den haben Matrosen zum Herrscher gekrönt. Er fliegt um die Erde, von Südpol nach Norden. Kein Ziel ist zu weit. Der Albatros kennt keine Grenzen. Und krachen die Stürme mit rauer Gewalt auf den Ozean so unendlich weit, dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zur Freiheit der Meere. Thank you.
gibt es seit 2 Schuljahren. In regelmäßigen wöchentlichen Proben erarbeiten die 5 jungen Musiker 2 eigene Songs unter der Leitung von Danny Schmidt, der nur Anregungen und Tipps sowie die Anfangsidee beisteuerte. Was die Musiker daraus gemacht haben, lag also zu einem sehr großen Teil an den Spielern selbst. Pauline, Vivian, Moritz, Friedrich und Adrian mussten eigene Ideen entwickeln, schauen, ob und wie diese auf dem jeweiligen Instrument umsetzbar waren und entscheiden, welche der Ideen gut genug für die Verwendung in der Komposition waren. Passend zu Weihnachten und Theater heißt der erste Song Die Maske. Der daran anschließende Song Neue Welt soll eine Anregung geben, was man aus Sicht der jungen Musiker an unserer derzeitigen gesellschaftlichen Situation noch verbessern könnte. Bühne frei für die Band Heinrich Schütz. Klare Anweisung erfolgt, Direktoren ohne Streben, anderer Meinung nicht gewollt. Wechselnde Scharen, doch die Themen bleiben gleich. Unterschiede ausgebügelt, alles faltenweich. Und dann fallen sie ab, jetzt hat der Glanz die Pracht. Zurückschauen bringt nur Angst zurück, morgen geht's zum nächsten Stück. Und dann fallen sie ab. Jetzt hat der Glanz die Kraft, zurückschauen bringt nur Angst zurück, morgen geht's zum nächsten Stück. Verkleidung eines mit Korsett. Und der Schminke kaum zu erkennen, ich sie selbst und doch ertreff. Und dann fallen sie ab, der Zwang, der Glanz, die Pracht. Zurückschauen bringt nur Angst zurück, morgen geht's zum nächsten Stück. Und dann fallen sie ab, der Zwang, der Glanz, die Pracht. Zurückschauen bringt nur Angst zurück. Morgen geht's zum nächsten Stück.
Ich wünsche mir, dass unsere Welt bald viel besser wird. Gesetze viel lockerer sind, überall hin reisen können. Ohne Grenzen, ohne Hindernisse. Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Denn so wie es ist, kann's nicht bleiben. Wir brauchen eine neue Welt, neue Welt. Wir brauchen eine neue Welt, neue Welt. Ich wünsche mir, dass wir wohnen können, wo wir wollen und nicht mehr dafür zahlen müssen. Geld wertlos ist, was jetzt wertvoll ist Liebe und Menschlichkeit. Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt, denn so wie es ist. Kann's nicht bleiben. Wir brauchen eine neue Welt, neue Welt. Wir brauchen eine neue Welt, neue Welt. Die Erde baut, ist nicht mehr. Liebes Publikum, im Namen unseres gesamten Kollegiums begrüße ich Sie als Leiterin der Musikschule Heinrich Schütz sehr herzlich. Heute, am Samstag vor dem ersten Advent, erleben Sie traditionell unser Konzert. Im Programm hören Sie so einiges, was Sie wiedererkennen. Viele Melodien gehören alle Jahre wieder in die Weihnachtszeit. Aber wie bekannt es Ihnen auch vorkommt, Sie hören sie in einer jeweils einmaligen Interpretation. Denn in jedem Konzertbeitrag des heutigen Nachmittags steckt Persönlichkeit. Persönlichkeit des Komponisten, des Choreografen, des Schülers und des Lehrers. Sie spüren es. Es ist eben nicht
alle Jahre wieder dasselbe. Es ist ein Unikat, das den Raum und auch unsere Herzen erfüllt, weil es so persönlich geprägt ist. Für uns als Kollegium ist es eine wunderbare Aufgabe, sowohl neue Musikstücke als auch bekannte Melodien und Tänze mit unseren Schülerinnen und Schülern immer wieder neu und individuell zu beleben. Wir hören uns zu, tauschen uns aus, üben geduldig und sind dann oft auch sehr aufgeregt, unser sorgsam erarbeitetes Ergebnis mitzuteilen. Das ist es, was uns an der Musikschule Freude bereitet. Alle Jahre wieder und das längst nicht nur zur Weihnachtszeit. Wir laden Sie auch 2019 zu unseren Veranstaltungen ein. Machen Sie unsere Schule immer wieder zum Treffpunkt, Ort des Zuhörens und des Austausches. Gleich im Januar heißt es bei uns wieder Jugend musiziert. Für Juni bereiten wir eine ganze Festwoche zum 65. Geburtstag unserer Schule vor. Mit dem Klavierwettbewerb Tastenzauber, einer Tanzrevue und dem neuen Kinderprojekt sowie weiteren vielen schönen Veranstaltungen. Ganz herzlich danken wir allen, die uns in diesem Jahr mit Rat und Tat unterstützten. Unser Förderverein erhielt 2015 die Anerkennung als Verein des Monats und beteiligt sich in dieser Woche an der Wahl zum Verein des Jahres. Sie alle können durch die Abgabe eines Stimmzettels in Ihrer Tagespresse dabei helfen. Ein gutes Ergebnis kommt unseren Schülerinnen und Schülern zugute. Wir alle wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche Adventszeit. Und damit übergebe ich wieder das Wort an Sophie und Pierre. The First Noel oder Novel ist ein traditionelles englisches Weihnachtslied und wurde 1823 zum ersten Mal veröffentlicht. Wir hören die Fassung des englischen Komponisten John Steiner aus dem Jahre 1871. Das Lied besingt die Geburt von Jesus Christus und die Ankunft der drei Weisen aus dem Morgenland, die Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht haben. Wir wünschen viel Spaß.
Sind die Lichter angezündet, ist die Vertonung des Gedichts Weihnachtsfreude, das Erika Engel, eine Kinderbuchautorin der DDR, im Jahre 1950 schrieb. Im Jahre 1953 wurde es von Hans Sandig, dem damaligen Leiter des Rundfunk-Kinderorchesters Leipzig, vertont und gilt als das bekannteste Weihnachtslied der DDR. An dieser Stelle möchten wir uns natürlich ganz recht herzlich bei den Mitarbeitern des Gererer Theaters bedanken, die uns jedes Jahr aufs Neue die Möglichkeit zum Proben und Aufführen unseres Weihnachtskonzertes geben. Wir danken den Männern am Mischpult für den guten Ton und den Männern am Licht für die perfekte Ausleuchtung. Und außerdem den Mitarbeitern vom Geraer Bürgerfernsehen, die über die Weihnachtsfeiertage unser Konzert ausstrahlen werden. Hiermit verabschieden wir uns nun von Ihnen, liebes Publikum, und wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Und nun bitten wir Sie, kräftig mit einzustimmen. Und zur Unterstützung stellen sich bitte die Kinder aus den ersten beiden Sitzreihen vor die Bühne. Mit hellem Schein.